Anfang März erwartet Sie im Fernsehen ein opulenter Historien-Dreiteiler. 270 Minuten Kampf, Liebe und Intrigen. Und das verpackt als Love Story zweier junger Menschen, die das Weltreich der Habsburger begründeten. In Wien wurde jetzt in Anwesenheit der Stars das große ORF-ZDF-Filmevent präsentiert. Maximilian, das Spiel von Macht und Liebe, so lautet der Titel des neuen opulenten Historien-Dreiteilers, der heute seine Uraufführung in der Wiener Urania feiert. In dem topbesetzten ORF-ZDF-Filmevent rund um die Begründung des Habsburgerreiches geben sich über 3000 Komparsen in mittelalterlichen Rüstungen und Kostümen ein Stell-Dich-Ein. Für Regisseur Andreas Prochaska eine riesengroße Herausforderung. Die Herausforderungen waren sozusagen, diese Bilder mit unserem Budget herstellen zu können, weil es war jetzt für österreichische Verhältnisse schon viel Geld, aber wenn man dann jedes Pferd und jedes Schwert aus Tschechien holen muss, weil es in Österreich halt nichts mehr gibt, dann bleibt auch viel Geld auf der Straße liegen. Und also sozusagen die richtigen Gesichter, die besten Schauspieler zu finden und drei unterschiedliche Höfe zu erzählen, nämlich den französischen, den burgundischen und den Wiener Hof quasi in Wien und Umgebung, das war eine Riesenherausforderung. Die aufwendigen Dreharbeiten in Wien, in Niederösterreich, Tschechien und Ungarn stehen dem einen oder anderen Schauspieler noch bis heute ins Gesicht geschrieben. Na, wir hatten schon Kettenhemden, aber die waren nicht wie damals aus echtem Eisen, sondern aus Aluminium. Das hat geholfen, war aber trotzdem noch sehr schwer. Also die Schulter, die hat das noch Monate später auch noch bemerkt sozusagen, dass da was war. Aber man lässt sich ein und man weiß auch, man kann das alles wieder ablegen und dann fühlt man sich ganz leicht. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, nicht zuletzt aufgrund der Top-Besetzung. In den Hauptrollen Janis Niewöhner als Maximilian I. und Christa Thereth als Maria von Burgund. Daneben packen Erwin Steinhauer, Tobias Moretti oder etwa auch Harald Windisch ihr schauspielerisches Können aus. Zum Beispiel, wenn es ums Fechten geht. Man übt es ja sowieso als Schauspieler in der Schauspielschule und man hat dann auch Stücke, wo man es verwenden kann und auch privat, wenn man Lust hat, mit Degen und Schwert zu kämpfen oder mit Stöcken, dann macht man das auch. Und so ist die Übung eigentlich immer da, von der Motorik her zumindest. Dass es sich bei dem Historien-Epos nur um den Versuch einer Annäherung an das echte Mittelalter handeln kann, ist Regisseur Andreas Prochaska durchaus bewusst. Keiner von uns war im 15. Jahrhundert anwesend. Also das heißt, man kann sich auf historische Quellen auch nur zum Teil verlassen, weil irgendwie man redet mit zwei Historikern und hat dann drei verschiedene Meinungen zu gewissen Dingen. Und in dieser Grauzone ging es ja auch nicht darum, sozusagen eine historisch korrekte Geschichte zu erzählen. Das war nicht unsere Aufgabe, sondern unsere Aufgabe war es, diese Geschichte sozusagen für ein Fernsehpublikum attraktiv und spannend zu erzählen. Ich erinnere mich noch an einen, so einen Mittelaltermarkt, der so nachgebaut wurde. Und ich habe doch so Gedärme, die so runterhingen irgendwie vorm Gesichtsfeld. Und das war schon halt, wie wenn man wirklich in diese Zeit auch eintaucht. Man hat sich da wirklich irgendwie zurückversetzt gefühlt. Und das war schon sehr, sehr aufregend. Und, ja. So aufregend, dass man sich vielleicht für einen Tag ins Mittelalter zurückversetzen will? Also ich glaube, vor allem als Frau wünscht man sich eher nicht zurück ins Mittelalter, würde ich jetzt mal sagen. Also das war schon, man war unheimlich abhängig und das wird man auch dann im Film sehen. Also auch meine Figur war unheimlich abhängig von den Männern und von den Umständen. Weiß ich nicht, wie man da zurechtkommt. Vielleicht würde man den Tag dann nicht überleben, oder? Könnte sein. Aber ich würde das trotzdem machen. Also wenn sich dieses Fenster öffnen würde für einen Tag, da würde ich reinspringen. Für alle Fernsehzuschauer öffnet sich das Fenster ins Mittelalter Anfang März. Dann gibt's Maximilian, das Spiel von Macht und Liebe als dreiteiliges TV-Event im ORF zu sehen.